In der Länderspielpause bleibt die Schlagzahl am Pfalzner Weiher hoch. Am Donnerstagnachmittag empfing der Club den Bundesliga-Neuling aus Heidenheim. Ex-Nürnberger Dovedan saß anfangs noch auf der Bank, genauso wie die U23-Riege um Julian Kania, der vergangene Woche in der Regionalliga gegen Aschaffenburg noch mit 3 Treffern auf sich aufmerksam gemacht hatte. Nach eher verhaltenem Beginn kam der FCN zu der einen oder anderen Chance. Wie hier Mats Möller-Deli, der an Eicher im Kasten der Gäste scheiterte. Eine Trinkpause und einige Minuten später war es wieder Möller-Deli, der die Szene der ersten Hälfte einleitete. Joseph Hangbo setzte entscheidend nach und wurde von Mainker strafwürdig gestoppt. Ja, wir haben ein bisschen gebraucht, reinzukommen. Ist natürlich verständlich, weil auch ein paar Spieler dabei waren, die jetzt einen langen Zeitraum nicht gespielt haben. Aber wir haben uns reingehauen, wir sind viel gelaufen. So soll es, glaube ich, sein. Heidenheim ist ein Bundesligist. Und ja, wir haben einen guten Fight geliefert und haben uns dann am Ende, denke ich, mit einem Elfmeter belohnt. Überragend für Erik Wegesser, der, glaube ich, eine richtig lange Leidenszeit hatte, und freut mich sehr für den Jungen. Ja, ich glaube, ein Testspiel, was genau so sein soll. Die lange nicht gespielt haben, haben heute wieder Minuten bekommen, unter Wettkampfbedingungen wieder spielen dürfen, und deshalb bin ich zufrieden. Nach der Pause bekamen die NLZ-Spieler ihre verdienten Minuten und sollten in einer guten zweiten Halbzeit für Eindruck sorgen. Zunächst rannten aber die Heidenheimer an und glichen in Person von Christian Kühlwetter aus. Die Abseitsbeschwerden der Nürnberger Hintermannschaft blieben ertraglos. Kurz darauf wurde noch einmal durchgetauscht, was dem Spiel allerdings nicht allzu gut tat. Die Gäste ließen es ruhig angehen, der Club wagte sich ins Pressing. Nach einer Halbfeldflanke von Geis brachte der FCH den Ball nicht weg. Christoph Daferner schirmte erst gut ab und bediente dann Julian Kania an der Strafraumkante. Seinen strammen Rechtsschuss ins lange Eck konnte dann niemand mehr stoppen. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wenn die Jungs ihre Möglichkeit bekommen oder Möglichkeiten bekommen, bei den Profis dabei zu sein, dann müssen sie einfach versuchen, sie so gut wie möglich zu nutzen. Und das hat der Junge heute wieder gemacht. 3 Minuten später schaltete Daferner nach einem Stockfehler am schnellsten und schickte Kania auf die Reise. Der wurde dann taktisch zu Boden befördert und bescherte Johannes Geis eine traumhafte Freistoßposition. Ja, war natürlich, ich glaube, mit den ganzen Wechseln dann war das Spiel ein bisschen nicht mehr so flüssig. Aber wir wollten heute gewinnen. Wir wollten heute alles reinwerfen, nochmal einen schönen Abschluss haben in der Länderspielwoche. Wir haben viel gearbeitet die Woche und haben uns dann belohnt. Und ja, wenn dann natürlich so ein Freistoßtor dann fällt, ist dann umso schöner für mich. Ja. Fast überpünktlich beendete Schiedsrichter Knauer nach einem letzten Heidenheimer Standard die Begegnung. Es geht einfach darum, wie gesagt, Spielern Minuten zu geben, die jetzt verletzt waren oder nicht gespielt haben. Und deshalb gegen einen guten Gegner kriegst du schon Erkenntnisse einfach, die wichtig für dich sind. Nun geht der Blick aufs Derby. Ich glaube, braucht man nicht mal viel sagen. 18:30 Uhr mit abends dann Flutlicht. Ich glaube, die Hütte wird brennen. Oder ich weiß es, dass sie brennen wird, und wir wollen alles geben, dass wir dann das Spiel gewinnen und mit unseren Fans dann feiern können. Ja.